Jumme, grüezi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Sims Get On mit dem PewDiePie und dem Gemalles Mill. Ich bin der Ketos. Ich mein erstes Let's Play. Ich weiß nicht drüber. Ich mein. Sind wir wieder? Jetzt mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas. Ist ja. Oh, gute Katze. Penis. Ja, ich frage mich auch immer wieder, es gibt ja auch andere YouTuber, die immer so tolle Anfänge machen, zum Beispiel der eben erwähnte German Let's Play, nicht der Gemanless Mill, der macht ja nicht so viele Videos, leider, ich würde mir da mehr wünschen. Und da frage ich mich auch immer, wenn das irgendwie ein neuer Zuschauer sieht, der denkt sich, oh, was ist denn, wie können da Menschen zuschauen, ja, wenn der wirklich nach den ersten 5 Sekunden wegklickt und hört, wie da jemand nur so ins Mikro rein sabbert. Gut, wir haben Pläne für diese Episode, wir haben große Pläne. Pewds macht sich frisch, ja, ein bisschen Hygiene obendrauf, dann legt er sich pennen. Und dann wird er hier nochmal den Eignungstest ablegen und dann ist hoffentlich alles gut beim Universitätsleben. Kein Diabolus Manus mehr, der sich auch echt als das bewahrheitet hat, was er ist, ja? Ein böser Teufel. Er macht ja nichts anderes, als alle Einwohner hier zu triezen, ja? Sowohl den Gehmann als auch den Pewds. Kein lässt er in Ruhe, er ist mit keinem Freund, außer mit dem Zukunftstyp, den er einmal gesehen hat. Den findet er, okay, ja, er ist irgendwie neutral und es sieht doch einfach scheiße aus hier. Und da muss was Neues her, da muss ein Tapetenwechsel ran. Gehmann hat seinen Trip nach China bekommen und hat dort unglaublich tolle Abenteuer erlebt und sich mindestens zweimal in eine sehr hässliche, verbrannte Version von Bill Kaulitz verwandelt. Aber es wird jetzt wieder, ja. Trauert um Papi Wolf. Papi Wolf ist tot. Okay, war das dieser graue Gronk-Verschnitt, der rumgelaufen ist? Der graue Gronker. Ich weiß es nicht. Aber irgendjemand ist anscheinend gestorben. Dann würde ich jetzt eine Schweigeminute einrichten. So, Schweigeminute ist vorbei. Das geht da unten ja ganz schnell. Und, warte, vielleicht... Guck mal, das funktioniert einfach gar nicht. Die kotzen sich nur an. Die kotzen sich einfach nur an. Ich weiß auch nicht, wie die... Also, wie will der denn irgendwann mal Katzenfreund werden, wenn er durchgehend einfach nur ein Assi ist? So. Wieso habe ich Pause gedrückt? Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn einfach davon abhalten. Da kann er jetzt eigentlich einmal nochmal was zubereiten hier. Kann nochmal irgendwie was kochen, Abendessen servieren. Und zwar klebrige Carbonara. Das bringt vielleicht nochmal ein bisschen was, dass er nochmal Kochkünste oben drauf kriegt. Pewds! Hopp, ja, du musst... Reg dich nicht auf. Ich habe dich gerade eben schon zum Kochen geschickt. Hack einmal ganz schnell hier lang und einmal ganz schnell da lang. Es regnet hier den ganzen Tag, weil ich Regen so sehr mag. Dann rühre ich einmal hier herum und dort herum und da herum. Dann rühre ich einmal hier herum und dort herum. Meine klebrigen Carbonara schmecken gut. Schmecken gut. Das war ein komischer Satz, aber okay. Pewds, du darfst jetzt nochmal den Eignungstest ablegen. Auch wenn, vielleicht kommen wir ja wenigstens auf die 1000 Punkte. Das wäre ja schon mal was, oder? Findet ihr nicht? Guck mal, da hat er sich auch direkt schick angezogen hier für den Eignungstest. Hm, ja, und dann kommt hier mal das hin und da und dort. Ja, gute, dolle, deine. Ich weiß nicht, wie viel man brauchte für ein Stipendium. Wahrscheinlich ein bisschen viel. Dann machen wir das jetzt so. Scheiß drauf. Uni ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und... Talala, an Universität einschreiben. Machet einfach. Ja, aber wähl bitte die billigste Uni mit dem billigsten Fach. Danach kann ja immer noch irgendwann mal... Ja. How is it going, Pew? I'm going to whatever. Fucking right now around here. Wirtschaft, Technik. Das kostet ja gar nicht unterschiedlich. Doch, Technik ist ein bisschen billiger. Wissenschaft und Medizin ist billiger als Technik und Wirtschaft. Okay, whatever. Schöne Künste, Kommunikation oder Sport. Wollen wir Pewds zu so einem richtig harten Sportler werden lassen, so komplett entgegen seiner eigentlichen Natur? Nee, aber wir wollen uns ja schon so ein bisschen daran halten. Ich glaube, hat der nicht sogar irgendwas studiert, der Felix Kjellberg? Kommunikation wäre natürlich auch ganz sinnvoll. Machen wir Technik. Gesamtstudiengebühren von 600 Simoleons, uns ist da ganz okay. Aber wir müssen ja auch einen Abschluss hinkriegen, ne? In 2 Semestern kriegen wir das fast durch. Moment, da stand irgendwas. Beeinflusst den Stundenplan deines Sims. Erfordert einen volleren an. Nee, komm, wir wollen ein entspanntes Studium, Digga. So. Lass mal entspannt studieren gehen, Alter. Ja, Mann, ey. Mit den gewählten Ja. Digga, lass los, ey. How's it going, Bros? I'm going to study now. Und da geht er. Tschüsschen. Geh, Mann. Ja, ich weiß nicht, ob er sich gerade eben gefreut hat. Es sah so ein bisschen wie Freude aus. Ich glaube, ich habe da ein schmieriges... Ich sehe tatsächlich ein kleines schmieriges Grinsen. Und ein Kotzen.
Dann kann er ja eigentlich mal hier vielleicht irgendwie ein bisschen aufräumen währenddessen. Aber wir sind ja gleich eh weg im Unispielschirm, ne? Das passiert ja gleich. Zack, da sind wir. Und wie immer bin ich zu faul, den Ladebildschirm rauszuschneiden. Ja, das heißt, ihr könnt euch jetzt nebenbei mal wieder wundervoll ein von der Palme wedeln. Oder diese wunderschönen, gut bebrüsteten Damen betrachten. Oh ja, oder diesen muskulösen Boy. Hier, ich hab doch den planschenden Sim gefunden, Mann. Okay, jetzt hat's funktioniert. Finde folgendes: Sonnenbrille. Oh Gott, ist das spannend. Violette Hose, die ist da. Da ist die violette Hose. Ich hab sie gefunden. Das ist doch wirklich der spannendste Content, den es jemals gab, oder? Stoische Poller, was soll denn das sein? Klick, Spielchen, mit the Kettersohn. Klick, Spielchen, mit the Kettersohn. Klick, Spielchen, mit the Kettersohn. Hidden Springs. Habe ich da schon mal irgendwas gemacht? Ferien, Urlaub oder sowas? Sind denn stoische Poller? Das da, das da, das da oder das da? Ich habe irgendwas gefunden, keine Ahnung wer. Der Champion. Was soll denn der Champion sein? Weißt du, das sind immer so Angaben. Ey, da habe ich nie eine Ahnung, wenn ich vor der Aufnahme das ja immer spiele im Ladebildschirm. Und dann klicke ich immer nur wie so ein Geistesgestörter rum. Gesundheitszentrum, das ist das da. Strandschirm ist das da. Brille ist das da. Mach dich bereit für eine neue Herausforderung. Ist fast wie Pokémon. Baronia Tischlampe. Ich mache derzeit sehr viele Pokémon-Vergleiche. Baronia Tischlampe. Also Schlampe sind hier sicherlich viele, so wie die zum Beispiel rumläuft. Aber die Tischlampe finde ich nicht so gut. Arga Hocker. Paddy's irische Pappanlage. Findet ihr das nicht spannend, Leute? Schreibt mir in die Kommentare, wie spannend ihr das findet, diesen Ladebildschirm zu sehen. Oh ja. Leute, findet ihr das nicht mega spannend, wie ich hier rumklicke? Leute, schreibt mir, wie spannend ihr das findet. Ihr müsst mir schreiben, dass ihr das mega spannend findet. Leute, sagt mir schon, ihr findet das spannend, oder? Findet ihr das nicht spannend? Oder ist das nicht der beste Content? Empfehlt ihr mich jetzt nicht überall weiter? Abonniert mich! Abonniert mich! Entschuldigung, wir sind in der Uni. Yeah! Krasses Studentenleben, oh mein Gott. Oh yeah! 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 Wo möchtest du in diesem Semester wohnen? Ich möchte nicht so weit raus, ich möchte ein bisschen, bitte den Überblick behalten, ja? So, hallo, ja. Wähle, wo du während des Semesters wohnen möchtest. Wohnheime und Verbindungen sind für Studenten kostenlos. Bei Häusern musst du die Miete für das Semester im Voraus bezahlen. Und so wie damals mit dem Zimbel wird der Pewds natürlich in eine wunderschöne Studentenverbindung ziehen. Das ist ja eine ganz klare Angelegenheit, dass wir hier Ladies flachlegen wollen. Er sollte ja sogar der Frauenheld werden und das... Das muss er jetzt hier hinbekommen. Das ist die eindeutige Chance. Und jetzt schauen wir uns mal um, was hier denn zur Auswahl steht. Also das ist ja das Zeichen für männlich. Und ich möchte sicherlich nicht nur mit Männern in eine WG ziehen. Da kann ich nämlich jetzt schon sagen, dass es die absolute Pimmelparty wird. Und dass ich auf Pimmelpartys keinen Bock habe in dem Let's Play hier. Ne, Pimmelpartys sind ja ganz okay, aber nicht mit dem Pewds. Der Pewds, der reißt heute hier die Frauen auf, ne? Denn his name is PewDiePie. His name is PewDiePie. You YouTube Gamer. Gut, habe ich auch mal wieder die peinliche Gesangseinlage für die Episode. Geh mal in das hier. Ja, komm, da ist nämlich direkt auch so ein Pool nebendran, ne? Sex im Pool, da können wir ein bisschen planschen gehen. Und du kannst hier noch weitere... Ja, ich will mir gar nichts ansehen hier. Mach da einen tollen Ladekreisel. Wir hatten noch zu wenig Ladebildschirme in der Episode. Hallo! Da ist sie direkt, unser erstes Opfer. Nachdem du nun hier bist, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, dir ein Bett auszusuchen und dein Zimmer zu dekorieren. Nein, ich mach direkt die Frauen klar. Okay, Leute, jetzt erstmal, der geneigte Jäger betrachtet erstmal jedes Modell. Okay, gucken wir uns hier mal das an. Die hat mir kein so schönes Gesicht, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Die wirkt auch sehr überschminkt. Ja, da würde ich ihr den Typ da hinten nehmen. Und das hat sie für einen Namen. Holly Gabriel Sa- Moment mal! Gab's in der ersten Staffel nicht auch eine Gabriel Sun? Ich glaube, da gab's auch eine Gabriel Sun. Das sind ja immer die gleichen. Der sieht so ein bisschen aus wie der eine Typ von Bullshit-TV. Okay, also die finde ich nicht so geil. Aha, Moment. Ich muss hier kurz rein. Da, ja. Die schon eher, würde ich sagen, dass das Gesicht ein bisschen besser, auch wenn die Cappy total scheiße aussehen und auch der restliche Kleidungsstil eher nach Schreien wegrennen schreit. Und die da. Oh mein Gott, hat den kranken Blick drauf. Lizzie Mund. Ah, natürlich! Lizzie Mund macht's mit dem Mund! Die Nehmer! Lizzie Mund macht's uns mit dem Mund. Das ist das Ziel. Nerd-Treffen, ja, kannst du bestimmt irgendwann mal machen. Jetzt wird sich erstmal auf die Dame hier konzentriert. Also, und zwar, da natürlich Mitbewohner, nicht Mitbewohner wegschicken. Ja, freundschaftlich begrüßen. Das ist Sache Nummer 1. Ich suche eine gute Perspektive. Lizzie, geh mir aus dem Bild. So, so. Hallo, ich bin PewDiePie! Und ich bin nicht mehr böse, sondern lieb.
Und jetzt direkt mal lustig, wie wir wissen, wir fangen immer an mit einem Internet-Katzen-Video. Das ist so unsere Angelegenheit. Dann machen wir Witze über Professoren, die wir nicht kennen. Dann erzählen wir eine lustige Geschichte und dann gucken wir, wie es danach aussieht, oder? Und vielleicht noch freundlich plaudern nach Tagfragen, Fangspielen, kennenlernen. Ja, kennenlernen kann man danach auch noch. Wenn man ein paar Katzenvideos gezeigt hat, dann kann man kennenlernen. Guck mal, ich dachte mal, hier so ein krasses Katzenvideo. Ja, guck mal hier, Katze, Katze, findest du super? Katze, Katze? Sie sieht, okay, im Nachhinein sieht sie echt hässlich aus. Wir hätten die andere wählen sollen oder so. Sie hat einen komischen Blick. Schneller, schneller. Oh, das hat nicht geklappt. Lizzie hat keinen Sinn für Humor. Stopp, stopp, alles stopp. Lizzie hat nur einen Sinn für Katzenvideos. Okay, das ist okay. Ich weiß, PewDiePie ist eigentlich... aber das macht das Ganze ja noch herausforderungsmäßiger, ja? Keine Frage, du. Freundlich, danach Tagfragen, freundlich plaudern. Vielleicht klappt das besser. Ja, das klappt besser, das sieht besser aus, oder? Sieht besser aus? Das sieht besser aus? Das sieht besser aus? Das sieht viel besser aus. So, Bekannte, freundlich. Jetzt wird gleich Zeit für romantisch. Ihr wisst, ich bin da schnell. Und jetzt machen wir als erstes ein Kompliment über den Charakter und gucken, ob wir ihn vielleicht ein bisschen vorpreschen können. Weißt du was, du hast irgendwie, guck mal hier, jetzt mal, ich wollte mal sagen, du hast wirklich einen unglaublich geilen, oh ja, Baby, Baby Girl, das wird was, yeah. Und zwar wird jetzt geflirtet und dann werden ihr Blumen gegeben, kein freundliches Gelb, wo kommen wir denn hin, das ist ja total schwul. Ich meine, also total, ihr wisst, was ich jetzt mit schwul meinte, das ist halt irgendwie, ne, das... Da kannst du nicht bringen. Jetzt muss hier was, ihr wisst was, ne? Also das war jetzt nur mal hier so ein blöder Spruch, den man halt raushaut. Ich meine damit nichts böse oder irgendwie sowas, damit ihr mich nicht falsch versteht. So. Blumen geben, ein kostbares Rosa, fände ich ganz gut. Ja, das läuft. So, Blumen. Ja, und jetzt. Lizzie, mach's mir mit dem Mund, Lizzie. Mach's mir mit dem Mund. Romantisch. Sollen wir direkt den Kuss machen? I do it. Hat das geklappt? Ich weiß nicht, ob sie lächelt. Nein, 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 nein. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen langsamer rangehen. Und da habe ich mal wieder, das war ein bisschen. Das war ein bisschen zu schnell, glaube ich. Ich weiß ja nicht. Doof. So, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch weiter flirten können. Flirten bringt's auch nicht. Blumen. Und? Bringt's auch nicht. Oh Gott, sie will gar nicht mehr mit uns flirten. Oh, Herr im Himmel. Oh, Herr im Himmel, wir haben es total verkackt. Das Einzige, was wir machen können, ist nochmal ein Katzenvideo zeigen. Nein, komm. Wir versuchen irgendwie, irgendwas muss nochmal klappen. Entschuldigen. Entschuldige dich für irgendwas. Spiel Stein, Schere, Papier und lern sie weiter kennen und... Entschuldige dich. Es tut mir so leid, dass ich dich einfach überschwänglich auf den Mund geküsst habe. Okay, okay, das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Das hat auch geklappt. Das hat auch... Ja, komm, okay, okay, okay. Immer weiter voraus. Okay, in der nächsten Folge werdet ihr erfahren, ob wir irgendwann mal irgendein Liebesglück mit PewDiePie zusammen haben werden. Es wäre ja wirklich wünschenswert, ja? Ihr könnt ja mal eure krassen... Ach nee, ihr solltet ja schon schreiben, ob ihr den Ladebildschirm cool findet in den Kommentaren. Ihr habt ja schon eine Aufgabe, ja? Also der Ladebildschirm ist ja der absolute Hammer. Allein dafür sollte man diese Episode wirklich liken, bis sie stirbt an Über-Like-Deremitis oder sowas. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Tschüsschen!